Yeah, Leute, es geht weiter hier bei der Evil Within. Ja, im letzten Part sind wir leider Gottes, ich glaube 5 oder 6 Mal, ich habe es nicht genau jetzt gezählt, sind wir verreckt und ich habe mich noch ein bisschen umgesehen. Ich habe nämlich eine Stelle vergessen, die zeige ich euch jetzt, bevor ich mich wieder an den Bossfight wage. Also es ist kein direkter Boss, aber wir müssten den halt besiegen, diesen halbstarken Idioten, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar. Moment. Ja, genau. Wenn man hierher geht, sieht man diesen Schwachmaten von hier aus nochmal. Der ist nämlich festgekettet. Und wenn man darauf klettert, ich gehe jetzt nicht direkt drauf, aber da habe ich noch ein bisschen Essenz gefunden und ein bisschen Pistolenmunition. Ja, aber an sich ist es trotzdem so, dass ich versuche. Okay, jetzt habe ich die Exklusivbolzen. Ich versuche ihn trotzdem mit der Armbrust zuerst einmal zu schwächen und dann eben ja, ich muss es eh auf gut Glück, also was heißt auf gut Glück, ich muss ihn halt gut bekämpfen, ich darf nicht so in Panik geraten und ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, ja, weil sonst ist es peinlich, muss ich ehrlich sagen, aber wir werden das schon schaffen. Wow, 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 wow. Ja, der Wichser rennt mir nämlich jetzt schon nach. Jawohl. Und warum tauchen da plötzlich wieder Zombies auf? Sagt mir das mal einer. Wow. Ja, warum bin ich jetzt da festgehangen? Warum? Nein, mit der Pistole schaffe ich es nicht. Wow. Ja, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Super. Ja, er killt mich nicht instant. Aber jetzt tötet er mich. Ja. Jetzt hat er mich. Ja, aber ihr wisst immerhin, wie es jetzt geht. Ja, ich weiß, das habe ich das letzte Mal auch schon gezeigt. Aber ja, ich will den Kampf ehrlich gesagt nicht rausschneiden. Weil er ist nicht schwer. Ich weiß genau damals, als ich es auf einfach gespielt habe, er war bei den Explosionsbolzen, war er nach 3 Treffern ins Gesicht tot. Und auch so ist es jetzt so. Und deswegen werde ich es jetzt so machen, ich werde ihn zuerst. Ja, das ist jetzt blöd zu sagen. Er braucht einfach nur instant sehr viel Schaden. Und wie ihr seht, regenerieren wir uns ganz langsam. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So. Wie viel haben wir denn von den Spritzen hier? Ich würde sagen, da hauen wir uns gleich mal eine rein. Ja, Moment, ich muss ganz kurz gucken bei der. Ja, hier haben wir nämlich nur. Ja, genau. Wir wechseln jetzt gleich mal zu den Harpunenbolzen. Und jagen uns gleich mal eine Spritze rein, damit wir instant ein bisschen mehr aushalten. So, und jetzt schaue ich gleich mal, ob hier noch irgendwo Zombies sind. Weil irgendwie tauchen hier komischerweise immer Zombies auf. Ach so, ich sehe es gerade, da geht es ja auch noch rauf. Ja, da will ich werde dann noch schneller raufschauen. Sorry Leute, aber das muss auch sein. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich hektisch bin, dann übersehe ich sehr viel. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Ja. Ich hoffe, der Tag war nicht so schwierig. Ich hoffe, ihr seht das jetzt am Abend. Ja, weil so ein Spiel muss man eigentlich am Abend genießen. Sage ich ehrlich, wie es ist. Ah, da ist ja auch noch was. Material. Sehr gut. Essenzen. Ja, jetzt haben wir 4700. Und was ist das? Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Ob das jetzt für diesen Kettensägen-Freak gilt, weiß ich allerdings jetzt nicht. Also, obwohl das jetzt ein Versuch wert wäre, oder? Haben diese Statuen eine Bedeutung? Ist eine gute Frage, oder? Ja. Ist eine gute Frage. Ja, ich weiß, dass das für euch wahrscheinlich ein bisschen langweilig ist, wenn ich das immer wieder rausschneide. Es ist für mich genauso zäh. Glaubt mir. Nicht reinfallen. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich jetzt vielleicht noch was herstellen? Was? Wieso? Habe ich jetzt keine Spritzen mehr? Scheiße. Egal. Okay, für die Blendbolzen können wir noch was machen. Ja, machen wir gleich mal. Und das sind die normalen Harpunebolzen. Ja, ich würde sagen, die blenden wir gleich mal, oder? Ja. Ja, wir haben wahrscheinlich keine Spritzen mehr. Aber egal.
Ja, ich renne schon wieder irgendwo hin. So. Nur keine Panik auf der Titanic. Sagt ja ein Kumpel von mir immer. Mir geht's wieder dieser Spruch auf den Keks. What the fuck? Habe ich jetzt eh die richtigen drinnen gehabt? Wow, wow, wow. Wisst ihr was? Ich flüchte da jetzt rauf. Ja. Ja. Wenn das geht. Ja, es geht sogar. Obwohl mir der Arsch wahrscheinlich folgt, oder? Ja, ich weiß, es ist feige. Aber das ist mir sowas von egal. Vielleicht schaffe ich ihn so. Weil irgendwie... Er ist so schnell. Und mein Reaktionsvermögen... Und mein Reaktionsvermögen ist leider nicht unbedingt das Beste. Nein! Wahaha! Wieso zum... Ich bin jetzt runtergestürzt und das hat uns nichts ausgemacht? Jawohl, das hat ihn geblendet. Nein, ich will die Pumpgun. Jawohl, genau auf den Kopf. Nochmal! Nein! Scheiße! Lauf! Wow, 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 wow! Okay, Blendbolzen haben wir noch einen. Harpune haben wir noch zwei. Und hier haben wir auch noch... Scheiße! Fackel es ab! Nein! Ja, ihr habt es ja gesehen, wir hätten es beinahe gehabt. Ja, ich weiß ganz genau, wenn er sich schon so bückt, dann ist er gleich mal tot. Ja, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Ich verspreche euch jetzt offiziell, jetzt werden wir ihn vernichten. Und bevor ich es vergesse, ja, es ist nämlich so, falls ihr mich schon darauf hingewiesen habt in den Kommentaren, was ich bezweifle, dann ist euch vielleicht aufgefallen... Hoppala, das wollte ich nicht. Dann ist euch vielleicht aufgefallen... Als ich da zurückging zu der Krankenschwester, da habe ich nämlich etwas vergessen zu tun, und zwar hätte ich da eigentlich zu den Spindraum gehen können. Den werde ich euch bei Gelegenheit zeigen. Weil ich würde jetzt so spontan sagen, da gehen wir jetzt doch mal eben hin. Ja, regeneriere dich mal eben. Ja, ich muss ein paar Sekunden warten. Ihr seht ja, die Energieleiste geht wieder hoch. Und jetzt können wir wieder normal gehen. Sehr gut. Auf alle Fälle, habe ich da was übersehen, weil wir bekommen nämlich hier auch sogenannte Spindschlüssel. Die Spindschlüssel sind zwar jetzt in dem Sinn nicht so, so wertvoll. Aber es kann ja sein, dass Muni drin ist oder irgendwas, was wir hundertprozentig brauchen werden. Und... Ja, die Leiter lasse ich auch mal eben runter. Was? Ach, sag bloß, du kannst dich, wenn das... Ja, unser Sebastian hält sehr wenig aus. Das ist mir ja bei Alan Wake schon... Also, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja bei Alan Wake auch so. Ich meine, der hält ja auch einen Scheiß aus. Bah! Ja, das habe ich jetzt übersehen. Super gemacht. Ja gut, wer sieht denn sowas bitte? Ja, wir regenerieren uns eh, zwar relativ langsam, aber trotzdem. Jetzt seht ihr wenigstens, was da oben ist, weil ich jetzt wieder raufgehen muss. Ja, ich finde es so beschissen, dass ich diese Stellen nicht automatisch speichern, so wie in Resi 4 zum Beispiel. Aber naja. Und ich habe mich vorher gefragt, was es mit diesen Statuen auf sich hatte, und man hat es in diesem Ladescreen gelesen. Ich zeige es euch gleich. Komm schon. Ja, genau, man bekommt diese Schlüssel. So, und jetzt werden wir mal ran an den Speck gehen. Aber ich werde mir zuerst die Blendbolzen holen. Ja, die holen wir jetzt auch nochmal eben. Ja, aber die sind nicht unbedingt schlecht. Man kann sie definitiv gebrauchen. Ich dachte schon, das wäre jetzt der Gegner hinter uns. Ja, aber das kann ja durchaus passieren. Ach, da ist einer! Ja, leck mich fett. Ja, wisst ihr was, den machen wir jetzt ganz anders kalt.
Ja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Komm her, du Arsch. Ja, komm ruhig her zu Sebastian. Jawohl, er verbrennt. Ja. So, wir erholen uns das. Hat er auch was für uns? Nein, natürlich nicht. Ein Geizkragen. Ja, und falls sich meine Stimme noch immer sehr rau anhört, das liegt wie gesagt... Jawohl, eine Spritze. Das liegt wie gesagt, ich bin noch immer ein bisschen verkühlt. Es ist zwar zum Aushalten, aber relevant. So. Und jetzt gehen wir nochmal darauf. Wo ist denn das jetzt wieder? Ach ja, hinter uns, genau. Oder? Ja, manchmal führt das ganze, der ganze Weg hier total in die Irre. Ja, du hältst ja gar nichts aus. Ist er Raucher oder so? Dann kann ich es verstehen. Weil ein Raucher ist ja auch so. Ich meine, ich spreche aus Erfahrung, ich war ja auch Raucher, ne? Ich weiß, dass das für euch wahrscheinlich jetzt langweilig ist, aber das gehört nun mal alles dazu und Failen gehört auch dazu. So. Die Blendbolzen. Sehr gut. Ein bisschen Mechanik, ein bisschen Essenz. Und jetzt werde ich gleich mal dafür was machen. Blendbolzen, ja genau. So. Haben wir jetzt... Ach, das sind die Blendbolzen. Das sind die normalen, das sind die explosiv. Ja genau. Die werden wir jetzt benutzen, um ihn zuerst einmal zu blenden. Und dann werden wir ihn nochmal abballern. Ja, ich weiß, ich gerate immer in Panik. Aber das liegt nicht am Spiel, sondern das liegt einfach daran, weil der Typ so schnell ist. Ihr habt das ja selber gesehen. Obwohl ich dazu sagen muss, Gott sei Dank hat er uns nicht auf einmal abgeschnetzelt. So, jetzt schaue ich nochmal, wie viel Spritzen ich habe. 2. Das heißt, wir hauen uns mal eine rein. Jawohl, sehr gut. Und jetzt ran an den Feind. Sehr gut, Gott sei Dank füllt sich die Ausdauerleiste wieder. Jawohl. Ja, ich weiß, auf den Fuß zu schießen ist zwar nicht unbedingt das Grüne vom Ei. Jawohl, wir haben's, Leute. Waffen deiner Wahl. Wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Ja. Das nehme ich besser mit. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen lame gewirkt hat für euch. Aber ich sag ehrlich, wie es ist mir lieber so als anders. So, jetzt schauen wir nochmal da rein. Halte öffnen. Ach, da ist kein Spreng drinnen. Sehr gut. Jawohl, wieder Pistolenmuni und Schrotmuni. Sehr gut, dann laden wir mal alles nach. Sehr gut. Gefällt mir Sebastian. Auch das nachladen. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir uns mal die Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Freak alle möglichen Leute abgeschlachtet hat. Ich meine, wir wurden ja auch dutzende Male von ihm abgeschnitzelt. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Sehr gut. Laufen wir ein wenig? Ja. Sehr gut. Und da haben wir vorher Ruweg gesehen. Jawohl. Komm schon. Sehr gut. Dann haben wir es geschafft. Officer, nehmen Sie mich mit. Detective Castellanos.
Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Tja, dann hätten wir dieses Kapitel auch abgeschlossen. Kapitel 3 überlebt. Ja, richtig geil. Finde ich wirklich richtig geil. Ja, wir speichern gleich mal. Ja, überschreiben. Klauen der Horde natürlich. Jawohl. Und jetzt nächstes Kapitel. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist er nicht genauso ein Arschloch. Na, na, na. Okay, das ist ein Hospiz. Was heißt Hospiz in diesem Fall? Ja, ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Ich meine, wäre ja langweilig, wenn wir hier nur durchflitzen würden. Ja, vielleicht ist ja dahinter was. Aber irgendwie verbrennt das übelst langsam. Achso, das bringt mir nichts. Okay, da war nichts drunter. Leider. Ja, schauen wir uns mal um. Da hat sich was bewegt. Wo? Ach, da. Wow. Was bist du denn für ein fetter Loser? So. Jawohl. Das war jetzt ein geiler Treffer, oder? Müsst ihr schon zugeben. Verbrennen wir den Scheiß. Holen wir uns die Muni. Jawohl. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Falls ihr mich jetzt fragt, nein, damals, als ich es durchgespielt habe, habe ich nicht so gründlich geschaut wie jetzt. Das liegt einfach daran, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Kartenfragment 5. Was heißt das? Okay, wieder für die Pumpgun, also für die Schrotflinte. Oder? War das jetzt nicht für die Schrot? Wofür war dann das? Hä? Ja, keine Ahnung, wofür das jetzt war. Ach, da kommt der Doktor. Ah, jetzt können wir es. Genau. Ja, ich bin da immer sehr übervorsichtig. Sehr gut. Blend und Material. Sehr gut. Jetzt schaue ich nochmal, ob wir irgendwas machen können. So. Wir nehmen es bei den Harpunenbolzen, da können wir was herstellen. Und auch bei den Sprengbolzen. Ja, die machen wir mal. Nochmal. Jawohl. Ja, machen wir die normalen auch noch? Ach, jetzt können wir nichts mehr, okay. Ja, weil die Blendbolzen sind eigentlich eh nur wirklich gut, wenn man jetzt große Gegner hat, die man abblenden will. Ansonsten sind die eh nicht so hilfreich. So. Hoppala, nicht runterfallen. So, und jetzt gehen wir wieder runter. Ja, aber trotzdem schaue ich mich um, du... Möchte gern Arzt. Oder wie Sebastian es so schön sagen würde, Arschloch. Was ist denn da? Ach, das ist gar nichts. Gut, dann gehen wir jetzt zum Eingang von diesem Hospiz. Oder was auch immer das sein soll. So. Sieht allerdings eher verlassen aus, wenn ihr mich fragt. What the fuck? Was? Ein Geist? Mhm. Gut. Oder schlecht? Ist relativ, ne? Ein Teller, ein Topf. So, was ist hier? Ein bisschen umschauen. Naja, da ist nichts. Was ist da? Essenz.
Oh, nochmal Essenz. Jawohl. 11.300. Was ist das? Ach so, wir können das durchschlängeln. Sehr gut. Und wieder Muni. Sehr gut. Für die Pistole, glaube ich. Eine Flasche. Ein Schrank. Ach, da können wir uns verstecken. Brauchen wir allerdings noch nicht. Ein Bett. Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Ach du Scheiße. Wer ist der Nächste? Wer hat das geschrieben? Gute Frage. Gut, dann haben wir uns hier einmal umgesehen. Ja. Ist ja gut, Kumpel. Was, da ist auch noch was? Jawohl, auch nochmal Essenz. 11.600. Sehr geil. Was hat der Junge für ein Problem? What the fuck, was war das jetzt? Kann man sich da auch noch was ansehen? Ja, ich erkunde einfach alles. Ach, da kann ich zurückgehen. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Okay, hat er sich verliebt? Okay. Ja, soll sie auch geben, ne? So, da ist nichts mehr. Und wir reisen mal eben zurück, Leute. Ja, weil ich werde sowieso abspeichern und dann den Part beenden. Weil ich will das einfach durchziehen. Aber da ich nach diesem Part jetzt wieder ein bisschen arbeiten muss, ist das leider notwendig. Und da wir jetzt einen Schlüssel haben, kann ich euch zeigen, was dieser Spindraum genau ist. Hier ist, ey, Süße. Okay. Dann zeig's mir, Süße. Und die hat momentan dieselbe Brille wie ich. Oder zumindest fast. Ja, die ist ganz süß. Dankeschön. Geh vor, Ladies first. Schauen wir auf den Arsch. Ja, die wackelt ja ganz schön. Ich weiß nicht, an die männlichen Zuschauer unter euch, ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Frauen generell immer mit dem Arsch wackeln? Nehmen Sie mich hin. Sie reden wohl nicht viel. Ja, stimmt. Sie ist sehr still. Ein stiller Teilhaber. Und das hier ist der Spindraum. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Mhm. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Ja, machen wir das mal. Mehr sagt sie nicht. Okay, dann machen wir gleich mal den auf. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ach was, jetzt haben wir alles voll bei der Pistole. Ja gut, das können wir jetzt später auch nochmal holen. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, ich werde jetzt... Was ist hier alles? Ja, schauen wir uns ein bisschen um, warum auch nicht. Aber hier gibt es nicht viel zu sehen, wie es aussieht. Nee, eigentlich gar nichts. Außer noch mehr Spinde. Ja, hier werden wir auch noch herkommen. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt The Evil Within. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Leute.